Hallo und willkommen zurück zu Wasteland 2. Wir sind jetzt hier in dem Tempel des Titans. Beziehungsweise am Tempel des Titans. Ich werde jetzt mal hier nicht weiter. Ich habe in der, also da ist jetzt quasi ein Tag vergangen, seitdem ich das letzte Mal gespielt hatte, und ich habe jetzt mal mit einem Kollegen geredet, der schon ein bisschen weiter ist, und er meinte, dass man da zukünftig auf jeden Fall sehr viel auf Energiewaffen setzen muss und ich mich da schon mal vorbereiten soll, aber ich gucke erstmal mit dem weiter, was ich habe. Hier in dem Dings gibt es wohl auch noch die stärkste Energiewaffe des Spiels. Die sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Was ich ja sowieso vorhatte, war hier mal reinzugehen. Ich will allerdings die Mönche nicht verärgern. Die will ich auf jeden Fall... Ja, ich will mal gucken, dass ich die eventuell infiltrieren oder befreien kann oder so von ihrem Irrglauben. Ohne dass ich die hier alle abmetzel. Weil die Mönche finde ich an sich immer noch besser als diese Black Diamond, keine Ahnung wie die hießen. So, gehen wir da nochmal rein. Da mussten wir aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Okay. Husch, husch. Da ist wahrscheinlich ein Alarm dran, oder? Ne. Das kann man nicht sehen. Der dreht sich wieder um. Aha. Was? Das ist ja dämlich. Bewegen die sich weiter? Gegen die kämpfen will ich ja nicht. Aber das ist jetzt dämlich, dass die mich dann da jetzt, angegriffen haben, während ich im Dialog stand. Hm.
Dann gehen wir mal in die Richtung. Da haben wir auch noch einen. Da ist natürlich ein Alarm drin, wenn ich es mal nicht gecheckt habe. Vielleicht ist es sinnvoller, wenn ich nur mit einer Person rumlaufe. Naja, das bringt nichts, weil ich nicht eine Person habe, die alles kann. Der kommt auch nicht weiter. Ich mache hier einfach mal einen Quicksave. Zur Not kann ich immer noch das den anderen Spielstand laden. Jetzt ist hier ein Alarm. Jetzt ist das Level auch im Ruckeln. Geht's auch nicht weiter. Naja, wir haben noch Leute übrig. Aha. Kann man anscheinend aber nichts mehr tun. Vielleicht bräuchte man einen Perception Skill dafür. Ich kann ja mal gerade den mit Perception wieder einsammeln. Mhm.
Das ist so nicht gut. Jetzt geht da Alarm entschärfen an. Und jetzt kann man es knacken. Okay. Gucke ich mich hier mal um, ich versuche aber nichts zu triggern. Gibt nochmal schöne Erfahrung. Naja, 24. Das ist zwar nicht so viel. Da ist nichts. Oh, eine Kiste ist da. Da auch. The Servants of Titan. Da. Das Sprengstoff. Da fehlt das Icon irgendwie. Mal tumbeln. Ist dann wohl wieder Sprengstoff. Oh, der hat sogar ein Level abbekommen. Copy Ranger Team. Congratulations. Kann ich die 6 Punkte immer noch notfalls irgendwo reinstecken? Das passt schon.
Mal gucken wir, ob das jetzt grundsätzlich passiert, wenn ich hier hinlaufe. Ich habe eben schon gesagt. War ja schon. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt festgelockt habe in einer Mission. Da ist ein Toaster. Ich denke, da werde ich nachschlagen, weil ich... Da gab es halt auf jeden Fall mehrere unterschiedliche Enden und ich weiß nicht, wo genau diese Abzweigung ist. Und ich hatte mir halt nicht die Auflösung angeguckt, aber ich habe mir die NPCs angeguckt, die man rekrutieren kann. Und da stand halt bei einem, also nicht, dass ich die rekrutieren wollte, aber da stand bei einem halt bei, dass man die irgendwie, dass man deren Gott halt entblößen kann, dass der halt nicht existiert. Und ja, dass man halt diesen Weg gehen muss, um das zu schaffen. Aber ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle man sich entscheidet. Deshalb gucke ich mal gerade, ob ich dazu was finde. Und dann geht's gleich weiter. So, und da sind wir wieder. Und zwar war es die richtige Entscheidung, hier erstmal Ja zu sagen. Und das kann man da später noch entsprechend umkehren, sage ich mal.
Dazu verrate ich jetzt aber noch nicht mehr. So, da ist Sprengstoff drin. Dann machen wir hier mal so weiter. Inverted Four Leaf. Minus 2 Luck, Chance to Evade und Chance to Hit. Aha. Klingt ja jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht gut. Halt auf keinen Fall mehr Bonus-AP, aber die braucht man ja jetzt auch nicht unbedingt dringend. Plus 1 Luck, wie würde sich das denn jetzt hier auswirken? Trefferwahrscheinlichkeit, oh, das sind tatsächlich 5% mehr. Ach, das macht nur Crit. Ja, dann nehmen wir das statt das. Und dann haben wir diesen wunderschönen Toaster noch. Und da haben wir Uranium und da habe ich gesagt bekommen, dass man das in einem Ranger-Hauptquartier abgeben kann. Oh, das scheint ein bisschen schwerer zu sein. Titan Missile decommissioned from museum display 1995. Titan is a fraud. Vielleicht kann man die auch auf Fraud jetzt ansprechen. Muss ich nachher mal ausprobieren. Gucken, ob wir uns da jetzt einfach durchbewegen können. Ja, sind sie alle freundlich. Dann erkunden wir hier die Ecke mal. Na, der da. Nur ein Lock. Okay, das war die eine Seite. Dann können wir aber jetzt noch hier rein.
Was ich auch gehört habe, ist, dass man wohl mit dem Mechanik-Ding Sachen reparieren kann, wenn die critically gefailed sind, was man natürlich auch nicht weiß. Hoppla. Ja, ja, war ich nicht. War ich nicht. Da hatten wir irgendwas gefunden im letzten Mal. Na, okay, da hätte man es auch gefunden. Nein. Der ist aber ja komplett kaputt. Erinnert mich höchstens ein bisschen an an Purpur-Tentakel, der an einem falschen radioaktiven Zeug genascht hat und deshalb ein bisschen wahnsinnig wurde. Okay, was haben wir denn hier noch? Das sind mehrere Türen. Ah. Deppen. Die ist tatsächlich auf die andere Seite gelaufen, um das zu entschärfen. Durch die Falle durch und dann auf die... Oh Mann. Oh Mann.
Dann haben wir das gleiche vermutlich jetzt da auch. Ne. Ist das ein Gefängnis? Kann ich einfach knacken. Aha. Verstehe ich nicht. Okay, was haben wir denn da? Keine Ahnung. Ist das eine Kiste? Man weiß es nicht. Was haben wir da? Nix. Da haben wir noch eine Tür. Gucken, da kommen wir wahrscheinlich bei diesem Tempeldingen raus. Bei den Freaks kommen wir da raus. Nina! Da will ich aber später nochmal vorbei und da fragen und notfalls alle umschießen. Den will ich auf jeden Fall nicht helfen, aber ja. Da haben wir noch eine Tür. So. Wusch.
Wie gut, dass die nur aggro werden, wenn man beim Alarm versagt, aber nicht. Aber nicht, wenn man da mit den Leuten redet, die hinter der, oder an den Leuten vorbeiläuft, die hinter der Tür stehen. So, da, dann haben wir da oben noch, das ist wahrscheinlich die, das Heildingen, ja. Autsch. Nee. Und dann muss ich noch da unten, wo das, wo wir vorher explodiert sind. Ich hatte gehofft, dass da noch ein anderer Weg hinführt, aber dem ist wohl nicht so. Also, ne, das war's Falsche. Piep, piep, piep. Ich glaube, da waren aber auch noch mehrere Türen drin. Lief. Man, hallo Man. Horak. Dann war halt noch diese Tür da. Mit dem Sprengstoff dahinter. Den Menschen ist das anscheinend egal. Und ich kann auf die 27 Hitpoints jetzt auch verzichten. Dafür bekomme ich diese tollen Hosen. Hervorragend.
Ja, okay. Dann gehen wir halt da wieder rein. A door, you have seen many like it. Na, bestimmt nicht. Dann würde ich da noch gerne hin. Da kann man nicht. Doch. Aber das ist einfach ein Ende. Da kann man nicht weiter. Ja. Na gut, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als hier wieder rauszugehen. Und dann könnte ich entweder hier die Stadt verlassen oder was ich jetzt machen werde. Wieso funktioniert das nicht? Oder ich gehe jetzt hier hin und werde mal bei den anderen Typen anklopfen. Und fragen, wie die so drauf sind. Und gegebenenfalls erschießen. Wahrscheinlich sind ja noch ein paar Ranger, die ich erschießen. Ranger, genau. Raider, die ich erschießen muss. Kiste. Ah, Stash Tom mentioned. Es war der andere. Müll! Ah, leider nur totaler Schrott. Die könnte ich auch noch alle erschießen. Na, das sind auch schon wieder ein paar. Aua! Alter Falter! Was war das denn? Gehen wir mal den Scharfschützen hier besuchen. Oh, daneben geschossen.
Eins Rüstung, zwei Rüstung, zwei Rüstung. Wechsel. Der trifft eh nicht. Der Grenadier ist gefährlich. Kann aber leider keinen Platz machen. Ach, mit drei kann der schon so, aber die macht eh keinen Schaden. Aber mit Friendly Fire hätte die ordentlich Schaden gemacht. ja. Aua. Haha. Arsch. Okay, dann. Darüber. SMG, oh je. Oh, der hat tatsächlich getroffen. Da kommt Backup. Pistolenschütze kann man vernachlässigen. Der hier unten ist auf jeden Fall verendet. SMG ist gefährlich. Das ist aber so minimaler Schaden, den die da macht. Das war guter Schaden. Die Sturmgewehre sind schon extrem stark. ...77 nur. Den hier. Dame Mönch. Nein. Autsch. %. Okay. Ja, das war aber schon sehr ungesund, sage ich mal. Sniper, Sniper!
So, die darf dann wieder Sachen auseinanderbauen. 5 AP, ja, ist zwar schön, aber... Ja, toll. Müll. Das kann man nur verkaufen. Dem spendiere ich jetzt gerade mal eine Heilung. Noch eine. So. Dann werde ich jetzt auch meine Leute mal hoch heilen. Die kleinen Medipacks alle verbrauchen. Damit ich nicht zurücklaufen muss, um meine Leute wieder hochzuheilen. Da noch ein und dann die noch. Jo, das muss so passen. Da unten gibt es sicherlich noch mehr, was ich erschießen kann. Die Frage ist, sollte ich das jetzt tun? Ja, können wir machen. Ne, da unten nicht. Hier oben. Raider Cutter. Ah. Wechsel. Ganzlinger Lobber. Oh Gott. Okay, der wirft gleich eine Granate. Das war unschön. Da hätte ich mal nachladen sollen. Die hat gar keine Ammo mehr. Das ist ja super. Dann nochmal damit weiter. Gimp! Seite. Das habe ich ja ganz toll gemacht. Ich lade mal und dann mache ich vorher mal die Munition wieder voll. Das war gerade etwas ungünstig, wenn die dann alle da stehen, losheizen wollen und dann klack, klack, klack.
Das war die 38er. Okay, nochmal. Okay, der Lobber ist dieses Mal nicht so früh dran wie beim letzten Mal. Doch, da ist er. Mist. Aber voll daneben. Sehr gut. So, der hat 4 Schutz. Dann können wir hier diese hier voll ausnutzen. Auch wenn ihr die jetzt nicht nachgeladen hat. Das verstehe ich nicht. Wieso hat die nicht nachgeladen? Ich habe doch eben beide Sachen durchgeladen. Weg mit dir. Was ist denn Scheiß? Na gut, das war nicht so produktiv. Sehr gut. Du darfst einmal laufen. Dann auf den da. Gunner. Daneben. Aua. Da kommt er wieder, der Verrückte. Schwingen uns alle in die Luft. Zwei Schuss sind noch drin, na super. Toll geschossen. Machen wir so. Na, okay, immer noch schlechter als ich gedacht hätte. Keinen einzigen Schuss getroffen. Sehr schön. Das ist aber ein sehr, sehr schlechter Scharfschütze. Kann man das überhaupt scharf bezeichnen? Habe ich wieder vergessen umzustellen. Schön. Ha. Tja, Junge, das war wohl nichts. Nein, der wird damit nicht schießen.
kaputt. Copy Ranger Team. Hallo? Congratulations. So. Diesmal haben sie anscheinend nachgeladen. Ich verstehe das System nicht. 8 Punkte hat die übrig. Die spare ich auf. Dann haben wir noch die wunderschönen Leichen hier. Heilen wir mal. Das ist die einzige, die was abbekommen hat jetzt. Ja, und dann werde ich auch hier erstmal einen Schnitt machen. Dann geht es zum nächsten Mal hier weiter mit dem Liquidieren und danach mal in die andere Zone zu diesen Dings da Back-Leuten. Also bis zum nächsten Mal.